Hallo und herzlich willkommen, liebe Freunde, Salvete Spectatoris, zu einem weiteren Teil von Let's Play Together. Rome 2 Total War mit mir, dem Tante Günner, auch bekannt als Günther Shadow, und der Doc Proof ist auch da, der spielt heute mit den Geten weiter. Ich grüße dich ganz herzlich, Doc. Hallo. Im letzten Part hast du Krieg geführt. Emotional überschlagend. Ja, also wirklich. Jetzt bleib, jetzt chill mal und schalt einen Gang runter, ja. Ich musste mich da ja auch schon im Network kritisieren lassen. Ja. Weil neue Leute reinkommen und ich sage einfach nur im Forum Hallo. Ja, die mächtigen Pater werden irgendwann mal bald unsere Kriegsgegner werden. Die haben ganz, ganz viele Verbündete, deswegen kämpfe ich jetzt nur nicht gegen die. Wir machen stattdessen Folgendes. Wir werden jetzt einen Krieg gegen Sardes erklären. Und es müsste relativ easy gehen. Und ich schau mal gerade, der Reometacles, der gehört ja nicht zu uns, genau. Der soll auch nur ein bisschen unterstützend mit eingreifen. Also, wir werden diese Stadt hier belagern. Jawohl, Krieg erklären. Ich brauche keinen Beistand von den Geten. Das sollte auch so funktionieren klappen. So. Immerhin haben die zwei. Städte. Genau. Und die eine haben sie gerade an die Pater verloren. Okay, aber die haben ja auch keine Armeen mehr. Und zack, weg bist du. Danke, Persinus. Willkommen im wunderschönen Reich der Odrisen. Und bei dir ist es so, vielleicht nehmen wir noch. Wir brauchen eigentlich keine Truppen hier mit dazu zu nehmen. Wie Russland bist du. Ja, ja. Ja, aber auch das ist jetzt eine Schlacht, die müssen wir nicht wirklich schlagen, glaube ich. Das machen wir auch automatisch. Ja, das machen wir auch automatisch. Der hat tatsächlich ein Schiff verloren. Oh Gott, dieses Spiel ist so dumm. Naja. Besser als wenn das der General stirbt in der automatischen Berechnung. Das ist allerdings auch wieder wahr. Ich habe immer noch dieses, dein General wird angegriffen, dein General ist gefallen. Ja, das ist absolut genial, das stimmt. Also das ist einfach nur das Über-Event, ja. Ja, vor allem, dann hast du ja die Generalstruppe, die dann noch 111 von 120 vorherigen Einheiten hat, ne? Der General ist aber schon tot da drin. Ja. Wo man einfach nur denkt, hammergeil erstmal. Und bei der KI ist es dann so, dass dann irgendwie noch drei Mann leben von der Generalstruppe und der General einer von diesen drei Leuten sind. Ja, ja. Wo du einfach nur denkst, ey, warum? Wo kommt das her? Ja, das ist extrem geil. Moment mal, ich baue hier um und ich baue, okay. Ich weiß nicht. Vielleicht liegt es am Ehrgeizwert des Generals. Und meine Generäle haben einfach einen zu hohen Wert. Das muss nicht unbedingt der Fall sein. Aber gut. Wo bekomme ich denn noch? Ich glaube, das da braucht man nicht. Das reißen wir ab. So, dann sind wir da, glaube ich, ganz gut ausgerüstet. Du gehst dann mal hier hin. So, lala. So, lala. Dann müssten die jetzt auch eigentlich vernichtet sein. Nee, sie sind noch nicht vernichtet. Ach so, wir haben den Koloss von Rhodos eingenommen, genau, da müssen wir doch jetzt ganz schön was durch Handel bekommen. Ja, und hier weil können ich ein bisschen wir jetzt schade finde, Erlass durchpauken. Fällt mir gerade so ein, was eigentlich ganz cool wäre für Multiplayer in Rome 2, beziehungsweise in irgendeinem Total War Teil, dass der automatisch auf deine Sicht umschaltet, wenn ich Rundenende mache. Weil es macht gar keinen Sinn, dass ich die ganze Zeit, ohne irgendwas machen zu können, hier auf der Übersichtskarte rumgammel. Ja, das stimmt allerdings, ja. Aber es würde ja voraussetzen, dass irgendwelche Informationen ausgetauscht werden, was du gerade machst. Obwohl es wird ja schon reichen, wenn die Bewegungsperspektive sich verändert. Also du bewegst eine Truppe. Ja. Und der fällt automatisch dahin. Ja, das stimmt. Es gibt ja aber auch so ein paar Sachen, die kann man ja dann. Ja, doch, da hast du recht. Das wäre auf jeden Fall eine sinnvolle Sache. Ich habe in letzter Zeit sehr viele gute Ideen. Ja, sowieso. Ich musste an die Firmen nur verkaufen können. Ich glaube, ich schaue mir jetzt mal gerade Ägypten ein bisschen genauer an. Ja, lauf doch mal so, Ladies.
Ach cool, die haben eine Galater-Revolte. Oh bitte, Galater, mach die Pater platt, das wäre so cool. Warte mal, ach, dann habe ich auch hier, glaube ich, einen riesen Fehler gemacht. Ich hätte die einfach mal vergiften sollen, ne? Schade. Naja, egal. Dann hätten es die Galater leichter gehabt. Ich hoffe, die bleiben noch 2-3 Runden da rumstehen. Das wäre so cool. So, was wollte ich noch machen? Ich brauche Einheiten, ne? Da habe ich 3, da passt aber noch eine rein. Da würde ich vorschlagen, dann nehmen wir doch von hier. Holen wir hier mal die Upgrades für die Kaff. Und dann holen wir uns hier noch 2 Einheiten mit, beziehungsweise eine, ne, holen wir uns. Oder? Oh Gott, das sind so viele Plänkler. Nehmen wir noch einen tragischen Krieger mit. Sehr schön machst du das, Doc, sehr schön. Das ist eine Schlange. Ich kann auch einen Umzug malen. Ich baue hier noch einen Tempel rein. Kein Karnevalist sein, aber einen Umzug malen, ne? So, so, das haben wir gern. Ja, einen Karton habe ich gemalt. Umzugskarton. Okay. Ja, irgendwann werde ich bestimmt nochmal Karneval gehen, wenn ich Kinder habe oder so. Ja. Obwohl damals, das war, also mein Vater war auch zu Karneval auch ein guter Trinker. Ja. Ohne es auch negativ zu meinen jetzt. Aber als Kind kriegt man es gar nicht mit. Ja. Dass die Eltern halt gut angekippelt haben und deshalb so glücklich sind. Das stimmt, das stimmt. Man denkt einfach, okay, Mama, Papa sind glücklich, ich bin auch glücklich und jetzt gibt es auch noch Süßigkeiten und dann findet man Karneval toll. Was will man mehr? Genau. Ja, jetzt kommt die Zeit der Friedensverhandlungen. Und zwar mit den Seleukiden. Die wollen doch bestimmt einen Frieden mit mir haben. Willkommen. Der Tag neigt sich schon dem Ende. Oh mein Gott, echt jetzt? Die Seleukiden haben nur noch eine einzige Siedlung. Nein, Sardes hat offenbar noch eine Siedlung in der Syria. Das kann nicht dein Ernst sein, echt jetzt? Seid willkommen. Zwischen den Ägyptern. Die scheinen da irgendwo noch so eine Siedlung zu haben. Ich muss mal gerade gucken, wie ich hier wassern kann. Ich glaube, ich hätte gegen die Germanische Konföderation kämpfen müssen. Ich hätte mir Samantia nehmen sollen, aber ich weiß auch genau, warum ich es nicht gemacht habe, weil ich hasse diese nordischen Provinzen, die einfach so riesig breit gezogen sind und man 3 Runden braucht, nicht, um von Stadt zu Stadt zu ziehen. Ich mag das auch nicht so gerne. Okay, gut, ich glaube, ich bin jetzt fertig. Das hat relativ lange gedauert, bitte das zu entschuldigen. Das ging eigentlich für dein deine Verhältnisse, ging das sogar richtig schnell. 8 Minuten. Hast du übrigens gesehen, dass ich mir eine neue Tastatur gekauft habe? Ich weiß, dass du manchmal bei mir in die Videos reinguckst. Es war ein ganz schlechtes Vorstellungsvideo von der Tastatur, aber ich bin sehr begeistert. Ja, also das habe ich noch nicht. Sehr cool. Ich habe das Vorstellungsvideo noch nicht gesehen. Ich habe es bei dir auf der Facebook-Seite gelesen. Und dann habe ich gedacht, ach ja, ist ja witzig, bei unserem Attila-Event in Berlin, wo ich war. Im Meltdown. Genau, da haben wir nämlich auch diese Tastatur gehabt und ich fand die eigentlich auch sehr angenehm. War eine schöne Gaming-Tastatur. Das war aber auch ganz cool, da die haben dann auch gesagt, ja, wenn du irgendwas Spezielles haben willst an Tastatur oder Maus, dann sag Bescheid. Und ja, dann habe ich gesagt, könnt ihr mir so ein Logitech G13 geben? Und dann, nee, was ist denn das? Das ist ein bisschen schade. Mein Gaming-Pad hatte ich nicht. Das nächste Mal werde ich das mitnehmen, glaube ich, aber hardcore. Wobei, mit der Maus ging das dann auch ganz gut, weil man konnte bei Attila du wirst gerade angegriffen. Ja, aber, also, die die Berechnung sagt mehr rot als... Okay. Achso, weil die Garnisonsarmee wahrscheinlich noch dabei ist. Ja, genau. Wird da aufpassen, auf jeden Fall. Ansonsten ziehe ich zurück und hole die Verstärkung nächste Runde noch dazu. Ja, ich habe nur ein bisschen Sorge, dass der mir hinterher rennt, aber es sieht eigentlich ganz gut aus, dass er es sein lässt. Ein sehr schönes Verhalten von ihm. Ja.
Weil ja, was ich sagen wollte, man konnte bei Attila halt die Keys dann halt entsprechend customizen. Das habe ich dann auch gemacht und so konnte man das dann auch entsprechend gut spielen. Ach nee, der hat jetzt versucht, deine... Oh krass, cool, oh, der hat den Agenten verloren. Das ist ja geil. Sweet. Ja, aber im Meltdown war ich eine Woche vorher auch. Ja, hast du mir erzählt. Du warst ja beim... Ja, aber wir haben das ja beim Alliance Network, wo du das, ja, wo du nicht gekommen bist, aber Alliance kann ich auch verstehen. Ja. Alliance, ich sag immer Aliens, ist auch egal. Wir sind ja alle so komische Aliens mit grauer Haut und schwarzen genau. Augen und so. Das war wirklich witzig und die hatten das Meltdown nämlich gepachtet für den Abend. Ja. Ich habe zwar kein einziges Spiel da gespielt, aber es war ganz nett. Es gab auch Pizza. Also alles, was ich brauche. Ja. Ach, guck mal da, die Sklaven machen einen Aufstand in Iconium. Es wird ja immer besser. Mach die Pater fertig. Ich muss jetzt meine Agenten da hochkriegen und die pathischen Armeen harassen. Das ist total wichtig. Boah, und der General ist ja auch so ein 5-Sterne-General, den er drin hat. Überlege ich gerade, ob es wirklich Sinn macht, vielleicht den General zu vergiften direkt. Ja, ich glaube, ich mache einfach... Du hattest mich ja angeschrieben, ob ich nach Berlin kommen will, ne? Und ich wusste nicht... ob du damit, dass ich damit jetzt, das Treffen meine. Ob du das Treffen meinst, genau. Deswegen habe ich dazu nichts gesagt, weil ich nehme das ja sehr ernst. Also ich finde das ja auch, ich finde das also halt erstmal sehr positiv, dass ich ja mit Creative Assembly sehr gut klarkomme. Und wenn ich dann natürlich bei so einem Event dann zusage, dann ist es halt schon so, dass die dann natürlich auch wollen, dass man erstmal nicht drüber redet und so, weil das sind ja schon Aktionen, die etwas länger geplant sind und das sollen ja Überraschungen werden, worüber sich dann auch die Community freuen soll und so weiter und so fort. Und dann mache ich das halt meistens so, dass ich dann, also, oder was heißt meistens, ne, ich halte mich dann natürlich dann an die Vereinbarung und sage dann nichts, deswegen konnte ich dir da halt dann auch nichts Konkretes sagen, das war überhaupt nicht böse. Ja, ich bin ja auch immer so, ich bin ja auch so ein Plappermaul, deshalb kann ich das nicht erfahren. Nein, das ist mir auch nur, wir haben eigentlich aneinander vorbeigeredet. Ja, also wenn ich das auch direkt gecheckt hätte, aber ich konnte halt nicht nachfragen, ja, also das, ne, das wäre schon wieder so ein bisschen komisch gewesen. Ja, das, ja, also wie gesagt, ich nehme das halt sehr ernst und deswegen, ich sag halt prinzipiell nix, also, ne, das ist halt einfach so, ne, also wenn ich das sage, ist okay, ich sag nichts dazu, dann sage ich halt auch nichts dazu. Aber ich konnte keine Truppe vergiften. Und das ist leider gerade Kacke. Aber ich kann schon mal die ein bisschen rüberziehen. Die Armee, ja, aber ich verstehe das. Ich sage jetzt auch nicht viel bei solchen Sachen, wenn das irgendwie abgesprochen ist. Man will ja auch mit den Leuten noch weiterarbeiten. Manchmal. Ja. Yeah. Eben. Und vor allen Dingen, du willst ja auch nicht, dass in dich gesetzte Vertrauen missbrauchen und so. Natürlich nicht. Und jetzt lacht er schon wieder so diabolisch, ne? Ja, ja. Vertrauen. Nein, es ist aber damals als... Ich konnte ja damals auch Dragon Age Inquisition sehr früh spielen. Ich habe zwar gesagt, ja, ich konnte das anspielen, weil es halt Community-Event war auf der Gamescom. Separat. Ja. Und habe halt aber nicht großartig darüber erzählt, weil es ja NDA etc. Nur, dass es halt recht cool aussieht. Fertig. Ja. Ist eine Bewertung irgendwo, aber vor allem 30 Minuten spielen ist immer schwierig dann zu sagen, so und so ist das. Ja. Vor allem, wenn es um so ein zeitaufwendiges Spiel geht wie Dragon Age, wo ich ja jetzt nach 80 Parts, glaube ich, zur Hälfte durch bin. 80 Parts, krass. Ja, fast wie Rome 2, nur doppelt so lang. Boah, krass. Espartien will mir keinen Militärzugang gewähren, die Schweinehunde. Bist du eigentlich mit Pergamon durch oder hast du aufgehört? Ich bin da leider nicht im Bilde, wie weit du bist. Ich habe mit Pergamon dann aufgehört. Der Clou an der Sache war halt, dass ich ja so mehr oder weniger alles erreicht hatte, was ich da irgendwie erreichen wollte. Und deswegen habe ich mich dann da einfach ein bisschen
hab dann halt gesagt, okay, wir haben jetzt, also viel mehr gibt's da für uns jetzt nicht mehr zu holen erstmal. Und da können wir uns dann jetzt auch ein bisschen ausklinken und ein bisschen chillen und so. Und das haben wir dann auch gemacht. Also da hätte ich noch, ich hätte noch mehr erobern können, aber es wurde auch irgendwann, es wurde auch ein bisschen einfach, glaube ich. Also nachdem ich dann die komplette Asia dann fast erobert hatte, bis runter auf die arabische Halbinsel und so, da war das dann, ja, da war das dann nicht mehr so das Megathema. Ja. Also bei mir kommt es immer von irgendeiner Ecke wieder an, aber ich glaube, es wird es auch leichter, weil ich den Osten relativ sicher habe. Die Boiler oder Boil irgendwie so, Boja. Die kommen, ja, die kommen jetzt irgendwie mit 5 Armeen aus dem Norden und ich habe da überhaupt nichts mehr. Aber da muss ich mal gucken, was ich machen kann. Ja. Ich glaube, ich habe in einer Runde 5 Städte verloren, aber es hat null Auswirkungen gehabt auf mein Einkommen. Ja. Mein generelles, was schon sehr merkwürdig war, aber... Ja. Was soll's? Ich investiere jetzt einfach mal die ganze Kohle in Armeeausbau und dann sollte ich eigentlich jede Fraktion, die mich gerade noch nervt, erledigen können. Ja. Dann sollte ich das eigentlich, wird's glaube ich das schnellste Rome 2 LP, was ich dann jemals hatte, um den totalen Sieg zu machen, den militärischen. Ach ja, krass. Weil ich habe am Anfang sehr zielgerichtet mich auch ausgedehnt. Mhm. Nur als ich dann wirklich mich mit Pontus war es nämlich und Persien verbünden wollte, durch militärische Bündnisse, damit ich die beiden Siegbedingungen erfüllen kann. Ja. Da hatte ich nur Provinzen gebraucht. Da hatte ich dann irgendwo, Pontus war mit irgendwen verbündet und das habe ich nicht richtig gecheckt oder nicht richtig gesehen in dem Moment und habe dann Krieg erklärt und dann hat Pontus aus sich gelöst aus meinem Defensivbündnis mit denen. Eigentlich hatte schon mit denen das militärische Bündnis und hat dann lieber denen geholfen, die nicht über Runden hinweg den 200.000 oder irgendwie sowas in den Arsch geschoben haben. Ja. Natürlich irgendeine so scheiß Mini-Fraktion mit einer Stadt. Ja, so geht's aber, dann doch häufiger. Ne? Ja, das ist wirklich super scheiße. Ja, das ist extrem. Aber du kennst das ja. Genau, ja, willkommen in meiner Welt, Doc. Obwohl ich denke, Attila wird vieles besser machen. Attila wird auf jeden Fall da das bessere Total War, denke ich auch. Das Potenzial halte ich doch insgesamt für sehr groß. Ich muss mir mal ganz kurz was gerade... Shit, fuck, ey, wie mache ich denn das jetzt? Ich weiß nicht, wie viel du sagen darfst, aber ja, also, musst du auch nicht... Ich kann ja, man kennt ja auch sehr viel aus den Devblog-Videos und so weiter. Ja, ich kann ja zum aktuellen Zeitpunkt kann ich natürlich auch nur momentan halt Sachen sagen, zu denen ich jetzt auch Videos gemacht habe. Ne? Das dürfte ja klar sein. Und ich bin da, also ich bin jetzt auch eigentlich da natürlich auch ein bisschen vorsichtig, wenn es darum geht, das Spiel zu kritisieren und darüber zu reden, weil es halt eben noch nicht fertig ist. Natürlich haben jetzt die Leute halt auch ganz oft gesagt, ja, das hast du jetzt 300 Mal gesagt, Günner, das Spiel ist noch in der Entwicklung und so weiter und so fort. Aber das ist meiner Meinung nach eben schon ein recht wichtiger Aspekt, den man nicht vernachlässigen darf. Ich werde definitiv vor dem Release-Tag, ja, ne, also das Spiel wird ja released am 17.02., ich werde vorher definitiv keine Kaufempfehlung oder Kaufablehnung geben, weil das Spiel einfach noch nicht fertig ist. Ich denke, das ist fair. So lange sollte man warten. Ich kann, was ich zu dem Moment jetzt machen kann, ist halt Ausschnitte zeigen. Da zeige ich halt die Sachen, die mir auffallen und nicht nur Sachen, die mir gefallen. Aber ich denke, gerade jetzt sollte man halt immer erstmal auf die neuen Features von dem Spiel eingehen, die es halt eben doch von den anderen Total War-Teilen halt abheben. Und ich sehe das aber auch schon ein bisschen kritisch. Manche Zuschauer haben das halt auch gesagt, da soll halt nicht der Eindruck entstehen, dass man da das Spiel über den grünen Klee lobt. Da bin ich der Letzte, der das machen will, weil ich ja auch diese Rome 2-Erfahrung gemacht hatte. Ah, guck mal da. Und weil ich die nicht machen wollte, halte ich mich da halt auch ein bisschen zurück. Aber ich will jetzt auch nicht übermäßig hart
Kritik üben. Ich denke auch, dass ein gewisser Teil der Kritik, die seinerzeit damals bei Rome 2 kam, auch ein bisschen unberechtigt war, weil man das, vor allen Dingen, weil man es halt so krass mit Shogun 2 verglichen hat. Und ich erinnere da auch nur mal dran, dass Shogun 2 ja auch bei Release Date nicht wirklich bugfrei war und dass da auch erst einige Patches kommen mussten, damit es dann halt wieder ordentlich gelaufen ist. Das ist übrigens. Und bei mir lief es sogar in einem Stream vor 3 Wochen nicht. Ja, also das Spiel, ja, also man hat es halt so krass mit Shogun 2 verglichen und ganz so eindeutig war das dann halt aber nicht. Ne, also das war schon ein bisschen, also ich, beziehungsweise so ganz unterschiedlich war das jetzt auch nicht. Man sollte natürlich auch dann noch berücksichtigen, oh Gott, du willst sie echt machen? Ich kann nicht fliehen, ich muss kämpfen. Ich kann keinen Rückzug anstreben, weil der die vergiftet hat. Wow, okay. Also ich bin, natürlich bin ich gearscht. Es ist auch eigentlich eine Schlacht, die nahezu unmöglich ist zu gewinnen. Wir können wenigstens noch versuchen, ihm so viel Schaden wie möglich zu machen, würde ich sagen. Richtig, weil ich habe ja auch im Hintergrund noch keine Armeen mehr. Ja, okay, dann machen wir es so, dann hebe ich auch gleich noch eine weitere Armee aus und schicke die dann hoch zu dir, ja? Kannst du machen, wenn die dann in 7 Runden fertig ist. Nee, kannst du die Reste einfach zusammenkehren. Nö, ich mache hier so eine, ich guck, dass ich dir eine Armee rüberschicke. Das kriegen wir schon hin irgendwie. Und zur Not, du kriegst auch, glaube ich, noch ein bisschen Geld von mir. Kann ich dir auch geben, kannst du Söldner kaufen. Nee, Geld ist ja nicht das Problem. Okay. Also überlege ich gerade, verbarrikadieren oder nicht, ist natürlich alles doof. Ja, ich würde fast, also das Problem ist ja folgendes. Wir kriegen wahrscheinlich die, ich vermute mal, dass er die erste Front halt so hier aufstellen wird. Und die kriegen wir natürlich nicht geknackt, bis von hier die Verstärkung halt nachkommt, ne? Aber man kann schon, ich würde nicht zu defensiv spielen. Ich würde halt schon versuchen, deine Truppen zu schonen, die Artillerie einzusetzen. Ich kann dir gerne was abnehmen bei der Kavallerie. Ich würde dann sagen, dann setz halt deine Infanterie eher defensiv ein und ich versuche mit der Kavallerie halt Hammerstrikes zu machen und sowas und Plänkler aufzureiben. Das könnte ich anbieten. Was will man auch sonst machen? Ja, und du kannst dich dann auf deine Verteidigungsarbeit halt hier konzentrieren. Wäre jetzt so eine Überlegung, ne? Also wenn du hier verteidigst. Und da würde ich dann hier die anderen Einheiten vielleicht irgendwie so hier an die Seite ranstellen, dass du halt immer schön mit deinen Einheiten aufs offene Feld schießen kannst. Kommt ja noch ein bisschen was. Genau. Es nähert sich feindliche Unterstützung. Ich zieh mal direkt nach außen. Willst du noch mehr Reiter haben? Klar, kannst du mir geben. Nämlich die einzige. Je mehr Kraft, die einzigen Einheiten, die ich habe. Die eigentlich irgendwas machen können auch. Ja. Ach du meine Fresse. What? Boah, Alter, hat der krass getroffen. Kannst du ihm die Katapulte wegschießen? Ich versuch's gerade. Mit normalen Steingeschützen. Hätte nicht gedacht, dass der so schnell schießen kann. Oh, da ist ja noch eine Kaff versteckt. Und da noch eine. So, ran da. Okay, ich kümmere mich mal gerade um die Artillerie.
soweit es geht. Ein bisschen ist ja platt. Ja, die Rechte kommen ja auch nicht ran. So, wir kommen mal da raus. Hallo, du Gurke, willst du mal bitte eben das Ding hier kaputt machen? Also ich rede jetzt nicht mit dir, aber... Ja, ist okay. Du kennst das ja. Oh, hinten kommen ja noch mehr. Siehst du, die kommen da ganz hinten? Ja, Sekunde. Der hat nochmal... Zeig mal, kannst du mir Der hat nochmal vier Ballisten ganz hinten. Ja. Okay, ultra ätzend. Ich muss jetzt mit der Kavallerie zurück. Ich hab's nicht geschafft, seine Ballisten da vollständig aufzureiben. Sau ätzend. Aber irgendwas muss man ja versuchen, ne? Ja, es ist halt, wie gesagt, es ist eigentlich eine Schlacht, die nur in den Tod führen kann. Weil ich glaube, mit den drei Mannequins, die er da noch hat, kann er die Ballisten jetzt nicht mehr mounten. Das heißt, ich versuch's jetzt mal mit den berittenen Fernkämpfern. Ah, jetzt kommt er entgegen zu mir. Ja, pass auf, dass er dich hier von der Seite nicht umschließt, ne? Ich habe jetzt nicht so viel parat gerade hier, um irgendwas großartig zu reißen. Ja. Ich schau mal. Genau. Unsere versteckten Einheiten wurden entdeckt. Aber lange werde ich hier nicht halten. Ja, ich sehe, dass er da deine Fernkämpfe gekriegt hat. Moment. Und da ist auch einfach das Problem gerade hier. Unsere Männer fliehen vor der Schlacht. Das Problem ist, dass das andere Problem ist, dass seitens lauter Ballisten stehen und ja, die halten natürlich jetzt nichts aus hier vorne. Da ist einfach die generelle Speerinfanterie, die den Block macht, die ist einfach zu schwach. Ja. Damit halte ich die Kurzschwertkämpfer 5 Sekunden auf. Selbst wenn eine Truppe die andere nur blockt. Das bringt dann halt nichts. Ja, genau, ich schieße auf meine eigene Balliste. Das ist ein schändlicher Angriff. Ich will mal lieber noch ein bisschen Artilleriefeuer machen. Wenn man die selbst steuert, bringt das eigentlich ganz gut was. Vor allem, wenn der Gegner noch so nah steht. Ja, ich reibe ihm jetzt mal noch schnell hier die Ballistenmöglichkeit auf. Bewegt euch, Leute. Vorwärts,
Na komm. Unsere Männer fliehen vor der Schlacht. Das ist ein Das war die andere Balliste. Und meine Plänkler schießen einmal rein und töten zwei Gegner oder sowas. Ich weiß gar nicht mehr, warum habe ich die Gelten genommen? Weil wir unbedingt aus dem Piraten-DLC die Sachen nehmen wollten. Ja, ich glaube, das war's. Das war die Pseudologik dahinter. Unsere Männer fliehen vor der Schlacht. Das ist ein schändlicher Anblick. So, komm rein hier. Gleich steht mir mein Peltasten in der Ecke. So, kannst du mal ganz kurz pausieren? Könnte ich. Genau, ich muss mich nämlich mal... Ja klar, natürlich sind die noch bemannt. Mit drei Typen? Was geht denn ab? Der hat noch Ballisten, die gerade mit drei Mann bemannt sind. Das ist natürlich auch geiler Scheiß, ne? Okay. Jo, alles klar. Nee, mach weiter. Ja. Ach du meine Fresse, wie viele Einheiten hatten der... Der hat ja noch eine dritte Unterstützungsarmee, also kommen immer wieder neue, selbst ja, wenn wir irgendwas erledigen. Okay, darum versuche ich mich mal gerade zu kümmern, ja? Ah, diese Deselects, die ich hier kriege, die sind so ätzend. Genau, die fangen sich dann alle wieder. Sehr schön. Wusste gar nicht, dass Bannerheben auch in erster Linie erstmal auf den Gegner funktioniert, oder was? Ja, komm, genau, die werfen erstmal in alle Richtungen. Oh Mann, ist das so lame, ey. Unsere Männer fliehen vor der Schlacht. Das ist ein schändlicher Anblick. Okay, das war die Truppe. Ist nicht tot zu kriegen, ne? Geht einfach nicht. Da muss man sagen, dass meine Kaff ist gar nicht mal so schlecht. Das ist ein schändlicher Anblick. Ja. Nö, das war's. Da ist jetzt die Moral weg, ne? Also. Aber es geht eher, glaube ich, um die generelle Situation einfach, wie viele Gegner noch da sind gegen die Anzahl von denen, die wir haben. Ja. Weil, ich würde mal sagen, Fußvolk ist jetzt Feierabend. Oh Mann, ey, dann halten die an und hauen direkt wieder ab. Das ist ein schändlicher Anblick. Gebrochen, erschüttert, wechseln die Stammeskrieger. Adelsreiter! Schnell, jetzt! Schwere Reiter! Okay, vielleicht nochmal ein letztes Aufbäumen gegen die Eidgeschworenen, was wahrscheinlich nichts bringen wird, aber okay. Also die Eidgeschworenen, die werden die verfrühstücken. Ja, die sind auch einfach total erschöpft inzwischen alle.
Die Eidgeschworenen freuen sich ja, wenn sie einen Speer in den Rücken kriegen. Ich greife dir gerade von zwei Seiten an, aber das wird wahrscheinlich nichts bringen. Also die Adelsritter meinen, die Einheit siegt klar. Ach, jetzt ist ein ausgeglichener Kampf. Ja, ich habe ihn auch eingeschüchtert. Komm, motivier dich nochmal. Ja, einschüchtern. Er hat aber einen Rang gerade gemacht noch. Ich habe die Eidgeschworenen noch ganz gut runtergekriegt, aber jetzt kommen die anderen Einheiten. Das wird jetzt nicht mehr hinhauen. Kommen da einmal nochmal raus. Und nochmal rein. Komm, bitte, kill den Gen noch. Ach, scheiße. Ja, du hast einen General tot. Aua. Kann die Sonderfähigkeit nicht mehr einsetzen. Ach Mann, ey, der hat das mit 40 Einheiten überlebt, obwohl er von beiden Seiten mit Kaff umzingelt war. Das ist ein schändlicher Anblick. Naja, wobei, also mit Ruhm bekleckert habe ich mich da jetzt auch nicht. Ich habe einfach nur versucht, möglichst viele Einheiten aufzureiben. Aber wow, guck mal, du hast gegen eine mehr als 2-1 Übermacht gekämpft. Ja, vor allen Dingen mit auch noch schwächeren Einheiten. Ja. Man kann ja einen, hier meine komischen Speerkrieger kann man nicht mal im Ansatz mit vergleichen gegen den Schwertkämpfer von den Norikern. Ich schick dir auf jeden Fall mal irgendwie so 4 Einheiten thrakische Adelskampf da hoch. Weil das ist, glaube ich, so die beste Einheit, die ich momentan habe und die hält auch ein bisschen was aus. Die verfrühstückt halt auch mal so eine normale Standard-Speerträger-Einheit ganz gut. Das war ultra fies. Das macht die KI momentan sehr gerne. 10% Erfolgsbonus bekommt er übrigens auf seine Agentenaktionen auf dieser Schwierigkeitsstufe. Passt schon. Da habe ich jetzt einfach automatisch gemacht. Und jetzt geht ja auch meine andere Armee noch zerstückeln. Kann die sich zurückziehen? Nein, natürlich nicht. Die kommen doch alle aus einer Schlacht gerade. Boah, fuck. War zwar die Reiter, aber die. Das bringt ja auch nichts. Jetzt irgendwie mit 20er und 30er Reitertruppen da rumzurennen. Ja. Und das dann geht er jetzt erstmal ganz gediegen in den Gewaltmarsch. Ist klar, ne? Er kann alles. Warte mal, die Averna kontrollieren. Was? Marokko? Nee, okay. Achso, es ist andersrum. So rum ist richtig. Die hocken gerade in Spanien, ist ja auch brutal. Ja, jetzt schaffe ich es natürlich, die Armee zu vergiften. Macht ja jetzt, wo ich es eigentlich nicht mehr brauche. Wo sind die fucking Sklaven hin? Oh nee, die doofen Pate haben das Ding wieder gerissen. Das kann doch nicht sein, ey. Natürlich funktioniert es auch beide Male, wo ich es mache. Komm. Ja. Da sagst du was. Diese elendigen, einfachen Speere. Ermöglicht Bogenkavallerie. Möchte ich aber gerade gar nicht haben. Ich will mich mit den Patern nicht anlegen, die sind so gut. Aber ich zieh mal nochmal ein Stück zurück. Voll scheiße, da ist ja irgendwie mit dieser dämlichen Fullstack, mit irgendeiner Fullstack muss der angewatscht gekommen sein. Mann.
2700. Streiter soll ich rekrutieren. Das kann man natürlich machen. Bedrängen, Nahkampf, Attentat, Manipulation. Oh, nehmen wir den hier. Plus 5% Erfolgschance für Streiter. Wir sind bei 40 900. Minuten gerade. Ja, ganz entspannt. Ja, wir können aber auch breaken. Ja, ja, ist okay. Ich mach noch eben kurz, weil sonst weiß ich das nicht mehr, wenn wir in 2 Monaten weitermachen. Ach, wir nehmen jetzt nur 2 Parts auf. Ich dachte, wir nehmen noch einen auf. Dann haben wir 3. Das ist ja ungerade, das bringt Unglück. Ja, da können wir den einen Part, den können wir dann ein bisschen früher zeigen. Ich weiß, was du meinst, ja. Oder wir können Stärkkämpfer kosten mich oder wir können 160. Oder wir können halt morgen Abend noch irgendwie eine kurze Aufnahmesession machen oder nachmittags oder was weiß ich. Ja, morgen Abend lieber dann, weil ich muss halt noch ein paar Sachen heute machen. Ja, cool. Ja, nee, dann mach mal das noch alles so, regel mal alles noch so weit, wie du kannst, dann speicherst du und dann machen wir dann weiter. Ja, weil jetzt sind wir wirklich dann erstmal am Ende. Also alle konnten ja sehen, wie wir einfach... Ja, es ist wirklich eine unmögliche Schlacht gewesen. Ja, definitiv. Also ich glaube, wir hatten 0 Chance gehabt, trotz 2 Fullstack-Armeen. Selbst wenn wir die obertaktischen Genies wären. Die 2-1 Überlegenheit gegen die KI auf sehr schwer, ich erinnere daran auch nochmal, ist einfach nicht machbar. Nicht drin. Es sei denn, sie spielt halt wirklich nur mit Noob-Einheiten, ja. Aber das ist bei der KI auch relativ egal, weil der ja selbst mit diesen Popel, Popelspeerträgern macht er ja den Mega-Schaden. Ne? Also weil so auch Grundmoral bedeutend höher ist bei ihm. Ja, das stimmt. Ja. Ja, aber in dem Sinne wären wir eigentlich durch. Langer Part. Sind die Leute bei mir gar nicht mehr gewohnt, weil ich versuche eigentlich kürzere Parts jetzt immer zu machen. Ja. Mit Rücksprachen meiner Abonnenten, weil ich sonst das alles nicht mehr schaffe zeitlich. Ja, ja, klar, klar. Ach so, dann versuche ich die Parts kürzer und knackiger zu machen. Was wolltest du noch machen? Ich wollte nur ganz kurz nochmal durchgeben. Auf dieser Schwierigkeitsstufe, auf der wir spielen, bekommt die KI 15% Bonus auf die Provinzordnung, 14% Bonus bei Agentenaktionen, 4% kritischen Agentenbonus, 25% Steuerbonus, minus 10% auf die Rekrutierung von Einheiten, minus 20% auf den Einheitenunterhalt, einen zusätzlichen Slot. Sie bekommt außerdem, was bekommt sie noch? Ich glaube, das war das Wichtigste, ja, an der Stelle. Das ist schon ein relativ krasser Vorteil uns gegenüber. Aber immerhin sind wir Menschen. Genau. Das heißt, wir leben weiter, auch wenn das Spiel ausgeschaltet wird. Ja, wir müssen trotzdem gewinnen. Also, Leute, ich sage an der Stelle, macht's gut, bis zum nächsten Mal. Pax vobiscum valete. Das war ein hartes Stück Arbeit heute. Ja, bis zum nächsten Mal, hartes Stück Arbeit.